Viele junge Paare ziehen unverheiratet in eine gemeinsame Wohnung. Auf diese Weise sparen sie Miete. Das sollte aber kein Grund sein, in wilder Ehe zusammenzuleben, meint die christliche Organisation All Pro Dad, zu Deutsch Alles für Väter. Sie hat 4 Gründe zusammengestellt, warum es keine gute Idee sei, ohne Trauschein zusammenzuziehen. Auf der Beziehung liegt kein Segen, allein die Ehe zwischen Mann und Frau sei eine Verbindung, die Gott segne. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Beziehung scheitert, ist Statistiken zufolge bei Paaren in wilder Ehe höher als bei Ehepaaren. Beziehungen ohne Trauschein haben negative Auswirkungen auf die Kinder. So sei die Wahrscheinlichkeit, der Schule verwiesen zu werden, bei ihnen 3-mal so hoch wie bei Kindern von Ehepartnern. Es macht faul, den nächsten Schritt zu gehen und zu heiraten. Die Fußwaschung als Einleitung zum Abendmahl. Der Verein Weg der Versöhnung hat sich bei der Jahrestagung Runder Tisch für Österreich in Götzis im Vorarlberg über das Abendmahlsverständnis ausgetauscht. Wir stehen uns, meine ich, näher als wir denken. Ja. Natürlich müsste man da und dort noch gewisse festgefahrene Linien bereit sein zu überschreiten. Ja. Aber ich glaube, dass das im Sinne unseres Herrn ist und dass das notwendig wäre. Eigentlich sollte es keine Schwierigkeiten geben, das Abendmahl gemeinsam als Christenheit zu feiern. Dieser Überzeugung sind die Teilnehmer der Veranstaltung. Wir sind unserem Herrn im Weg, wenn wir nicht aufeinander zugehen und einander finden. Denn unser Zeugnis sollte ja Wirkung haben. Und Jesus sagt selbst, dass die Einheit so wichtig ist, damit die Menschen erkennen, dass du, Vater im Himmel, mich, deinen Sohn, gesandt hast und dass sie glauben. Der Verein ist ein freier Zusammenschluss von Leitern der beiden Volkskirchen, evangelikalen, charismatischen und pfingstlerischen Freikirchen. Das nächste Treffen wird im März 2016 in Salzburg stattfinden. Als Gefangenen des Monats Dezember haben die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und die evangelische Nachrichtenagentur IDEA den pakistanischen Christen Naved Masih aus Sagoda in der Provinz Punjab benannt. Der 24-Jährige ist seit Anfang Oktober inhaftiert. Ihm wird wegen Blasphemie vorgeworfen, gegen den Propheten Mohammed gelästert zu haben. Der tatsächliche Grund ist aber laut IGFM, dass er sich als Christ weigerte, Schutzgeld an korrupte Polizisten zu bezahlen. In dem islamischen Land droht ihm die Todesstrafe. Die Menschenrechtsorganisation und IDEA rufen dazu auf, für Naved Masih zu beten und durch ein Schreiben an die pakistanische Botschaft in Berlin um seine Freilassung zu bitten.